Wenn Prediger ihre eigene Religion als die wahre darstellen und dabei Wunder und Prophezeiungen aufzählen, dann hört man oft Folgendes: Diese Übereinstimmung kann doch unmöglich Zufall sein. Oder: Zufall ist völlig ausgeschlossen, das wäre ja total unwahrscheinlich. Also reden wir darüber, über Zufall. Wir beginnen dafür mit einer kleinen Geschichte. Ich habe gestern im Lotto gewonnen. 4 richtige. Wow, das ist ja wirklich verdammt unwahrscheinlich. Etwa 1 zu 1000. 1 zu 1000? Das kann eigentlich kein Zufall sein, oder? Warte, es kommt noch besser. Ich habe auch bei Super 6 gespielt und dort habe ich die ersten 3 Zahlen richtig. Die Chance dafür ist nochmal 1 zu 1000. Außerdem habe ich beim Pferderennen gesetzt und alle richtig getippt, die ganze Reihenfolge. Chance 1 zu 720. Moment mal, das kann doch nicht stimmen. Na, dann guck dir die Wettscheine an, hier bitte. Wie hoch ist denn die Chance für sowas? 4 richtige im Lotto etwa 1 zu 1000. Super 6 3 richtige auch 1 zu 1000. Pferderennen mit 6 Pferden, die Reihenfolge komplett richtig, nochmal 1 zu 720. Macht 1 zu 720 Millionen. Unglaublich. Jetzt mal ehrlich, was hast du gemacht? Ich zeig's dir. Ich habe 5000 Lose gekauft, von verschiedenen Lotterien und dann nochmal 1000 Sportwetten abgeschlossen. Und wie zu erwarten war, habe ich ein paar mehr gewonnen. Oh, genial. Und was ist mit der Rechnung, die du gemacht hast? Die Rechnung? Die ist Quatsch. Da habe ich ja so gerechnet, als hätte ich bloß 3 Lose gekauft. Du hast ihn nur verarscht damit? Ja, genau. Ich habe ihm nur die Gewinnlose gezeigt. Und die Rechnung? Wie wäre die Rechnung richtig gewesen? Na, ganz einfach. Wenn ich richtig gerechnet hätte, dann hätte ich all die möglichen Chancen zusammenzählen müssen. Macht insgesamt 5000 Mal die Chance auf einen Gewinn. Ganz schön clever. Und der Ahmed denkt jetzt, das war ein Riesenzufall, weil du ihm bloß die Gewinnlose gezeigt hast. Was ihr soeben gesehen habt, ist ein Beispiel für selektive Interpretation. Eine Methode, mit der man andere verarschen kann. Selektive Interpretation bedeutet, dass man nur zufällige Treffer zeigt, die die eigene Behauptung stützen. So wird dann ein falscher Eindruck erweckt. In dem Cartoon hatte Michel so viele Chancen auf zufällige Treffer, dass er fast sicher sein konnte, mehrmals zu gewinnen. Er präsentierte jedoch nur seine zufälligen Gewinnlose und erweckte so den Eindruck, als wäre es ein unwahrscheinlicher Zufall gewesen. Doch was hat das nun mit Religion zu tun? Viele religiöse Prediger wollen ihre Religion bestätigen und präsentieren dafür ausgewählte Prophezeiungen, wissenschaftlich interpretierbare Textstellen oder besondere Muster in ihrem heiligen Text. Betrachtet man diese Stellen für sich alleine, entsteht leicht der Eindruck, als wäre dies ein unwahrscheinlicher Zufall. Betrachtet man aber alle Möglichkeiten, dann findet man, wie bei den Losen, viele Nieten. Fangen wir als Beispiel mit wissenschaftlich interpretierbaren Textstellen an. Wenn den Koran nach solchen Stellen durchsucht, findet zum Beispiel einen Vers, der von einem Ort des Sonnenuntergangs spricht. Gibt es einen Ort des Sonnenuntergangs, den man auf der Erde erreichen kann? Ein anderer Vers beschreibt den Himmel als Bau, von dem Wasser herunterkommt. Nun, ist der Himmel ein Bau, von dem Wasser herunterkommt? Beide Verse haben gemeinsam, dass sie sich absolut nicht als Wundervers eignen. Sie sind quasi, wie bei den Losen, Nieten. Dazwischen findet man gelegentlich einen Zufallstreffer. Und je niedriger die Erwartungen an solche Zufallstreffer sind, umso mehr Treffer wird man am Ende haben. Wenn man nun diese Treffer selektiv interpretiert, dann kann man, wie vorhin im Cartoon, folgende falsche Rechnung aufstellen. Ich habe jetzt nur einige Punkte genannt, weil es könnte jetzt jemand sagen, ja okay, Eisen aus dem Weltraum hat er geraten. Die Chance, dass er geraten hat, ist 1 zu 2. Dann, dass der Blutegel, wie könnte der Embryo aussehen? In der Gebärmutter könnte aussehen wie ein Elefant, könnte aussehen wie eine Flasche, könnte aussehen wie ein Kamel, könnte aussehen wie ein Frosch, könnte aussehen. Du kannst ungefähr 10.000 Körper finden, wie der Embryo in der Gebärmutter aussieht. Er hat geraten, er hat gesagt Blutegel. Der Mond könnte sein eigenes Licht haben, also 1 zu 10.000. Der Mond, die Wahrscheinlichkeit, dass das alles geraten ist, ist hier 1 zu und dann 1, 2, 12 Nullen. Abgesehen von vielen anderen Einwänden, die wir haben könnten, haben wir gesehen, wie Pierre Vogel die gleiche falsche Rechnung aufstellt, wie Michel in dem Cartoon.
Er präsentiert die von ihm zu Recht interpretierten Zufallstreffer, ignoriert aber die schiere Anzahl möglicher Treffer in allen Versen des Korans. Er macht den gleichen Rechenfehler wie im Cartoon und kommt daher auf diese völlig irrsinnige Unwahrscheinlichkeit. Die gleiche Methode dieser selektiven Interpretation funktioniert übrigens nicht nur bei den wissenschaftlichen Pseudowundern, sondern zum Beispiel auch bei Prophezeiungen. Wer ein dickes Buch hat, wie zum Beispiel die Bibel oder Hadith-Sammlungen im Islam, der hat viele tausend Chancen auf einen Zufallstreffer. Die Anzahl der zufällig eingetroffenen Prophezeiungen hängt ja nur noch davon ab, wie viele mögliche Prophezeiungen in den Texten zur Auswahl stehen. Auch jemand, der Muster in einem Text sucht, hat viele Trefferchancen. Er kann Suren Längen vergleichen, er kann Positionen von Wörtern bewerten, er kann Abstände zählen, er kann Häufigkeiten von Wörtern zählen in einer Sure oder im gesamten Text, er kann sich auf verschiedene Grammatikformen beschränken. Und weil er so viele Möglichkeiten hat, hat er auch viele Chancen, etwas zu finden. Einige Prediger haben beispielsweise den Koran nach Worthäufigkeiten durchsucht. Auch da hatten sie viele Möglichkeiten. Und ein Treffer sieht sogar ganz gut aus. Wenn man nämlich die Häufigkeit der Vorkommen von Tag im Arabischen zählt, und zwar nur Singulare, inklusive derer mit Präfix, aber ohne die Singulare mit Suffix, dann kommt man auf die schöne Zahl 365. Das klingt unwahrscheinlich, aber allein schon die vielen Möglichkeiten, ein einzelnes Wort zu zählen, zeigen, wie viele Versuche man eigentlich zur Verfügung hat. Bedenkt man nur noch, wie viele Möglichkeiten es insgesamt gäbe, irgendwelche Muster zu finden, dann ist es alles viel weniger spannend, als es von Predigern dargestellt wird. Somit sind wir auch am Ende. Ich hoffe, ihr habt etwas über Zufälle gelernt und ihr wisst jetzt, wie man mit selektiver Interpretation gutgläubige Menschen verarschen kann. Bis bald!